Ey, genommen. Heute bin ich leider wieder allein unterwegs. Das Wetter ist aber nicht arg so doll. Es regnet und es ist nass, kalt. Nicht so dolle. Ist auch für Sarah nichts fürs Knie. Deshalb habe ich mich entschlossen, dass ich jetzt allein gehe. Weil erst wollte ich gar nicht und jetzt bin ich doch draußen, weil daheim halte ich es einfach nicht aus. Da habe ich mich für diese kleine Tour entschieden von ungefähr 4 Kilometer. Und zwar gehe ich dort die Themenweh, Hänsel und Gretel. Aber das haben wir ja alles schon gelesen. So, wenn ihr wissen wolle, was das mit Hänsel und Gretel auf sich hat, dann bleiben dran. Also, bis später. Von da komme ich neu herunter. Für mich geht es jetzt erstmal da entlang. Man sitzt nicht so richtig klar auf der Kamera, aber das sind zwei Figuren in dem Stehen. Links vermute ich mal ist. Ach, ich ging keine Luft, ihr Leid, weil ich da hoch ging. Also links ist Gretel und rechts sollte Hänsel sein. Wer genaueres über das Relief da wissen will, der guckt einfach bei uns auf dem Blog nur. Da tun wir das auch erklären, was das alles ist. Da unten ist es Schild, aber ich merke mir das alles nicht. So, jetzt ist die kleine Tour auch schon wieder vorbei. Am Anfang geht man auf breite Wege, immer stetig hoch bis zum Kunstrelief. Und dort noch ist man oben und dann geht es auf schmale Wege auch schon wieder runter. Ohne die Zuwegung hat der Weg ungefähr 3 Kilometer. So mit Zuwegung 4. Also wirklich schön gemütlich. So, und da heute für euch der 28. Dezember ist, hoffe ich, dass ihr ein schönes Weihnachtsfest hatte. Und auch wenn es Sarah jetzt nicht dabei ist, wünsche mal euch auf jeden Fall noch einen guten Rutsch ins Jahr 2023. Wir sehen uns jetzt wieder am Samstag. Euch noch einen schönen Abend. Bis dann. Ciao. Jo, jetzt ist die Tour schon wieder vorbei, die kleine Tour da von 4 Kilometer. Ohne die Zuwegung, jetzt werden wir nicht mehr so geblendet, also ohne die Zuwegung hat der Weg auch ungefähr nur 3 Kilometer oder so. Der Weg ist auch leicht zu gehen, am Anfang geht es immer stetig berghoch. Und ja, mir tun ein bisschen die Knie halt weh, ei, 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 ei.